Ja, wir waren bei der Frage, wie ist es denn, wenn jetzt Junges Freiburg, wenn es das gab, gab es da nicht auch auf den Parteilisten Jugendliche, die sonst möglicherweise gewählt worden wären, wenn Junges Freiburg nicht angetreten wäre? Also ich glaube, dass Junges Freiburg den Druck auf die Parteien erhöht hat, junge Leute überhaupt erstmal aufzustellen, dass die letztendlich nicht gewählt wurden, lag meiner Überzeugung nach mit Sicherheit nicht an uns. Ich meine, es ist ja inzwischen so, dass auf fast allen Listen, auf allen großen Listen, junge Menschen weit vorne aufgestellt wurden und auch gewählt werden. Zwischenzeitlich, 2004 nicht so. 2004 nicht, leider erst 2009, als ich dann aufgehört hatte. Das war auch der einzige Grund, warum ich ein bisschen traurig war, nicht mehr im Gemeinderat zu sein, weil zum ersten Mal mit Sascha Fieg, mit Daniel Sander, auch junge Leute von anderen mit Schillinger, Stefan Schillinger, junge Leute gewählt waren, mit denen man sicherlich gut hätte zusammenarbeiten können. Das habe ich sehr bedauert. Ich glaube aber nicht, dass es an Junges Freiburg lag. Die waren natürlich frustriert und haben das ein bisschen uns zugeschustert und haben sich darauf fokussiert, dass es sozusagen daran lag, dass wir angetreten sind. Ja. Wenn du dir jetzt immer noch mal überlegst, was waren denn so Themen? Also wenn man, ich habe jetzt die ganzen Presseberichte und so nochmal durchgeschaut, da kommt man auf solche Dinge wie Jugendbeteiligung, Jugendzentren, aber auch Sparen war immer ein ganz wichtiges Thema in der Stadt. Und also wir haben immer ja gesagt, wir wollen nicht alles anders und besser machen, sondern alles jünger machen. Es ging einfach darum, grundsätzlich, wenn man mitspricht, auch Verantwortung für die gesamte Stadt zu haben und nicht nur die Jugendthemen im Blick zu haben, die natürlich auch im Blick zu haben, aus der Natur der Sache heraus, einfach weil wir jung waren. Wir haben eben probiert, einen ganzheitlichen Ansatz da zu haben und uns bei allen Themen zu beteiligen. Spezielle Themen waren die üblichen Themen, die halt aufs Tableau kamen von der Stadt her. Es ist sowieso schwierig, eigene Themen zu setzen und mit eigenen Themen in die Diskussion zu gehen. Das ist wahnsinnig schwierig, das wird jeder... Ja, aber ich meine, das Thema Beteiligungshaushalt war ja ein großer Vorstoß von euch. Ja, das hatten wir immer uns gewünscht und das wurde dann ja auch umgesetzt, aber mit Sicherheit nicht, weil wir das wollten, sondern weil der Druck auch weil das quasi en vogue war, ist es ja auch alles wieder eingestellt. Ja, aber man kann ja schon sagen, ihr wart die Ersten damals mit der Claudia Herbstritt, jetzt Wahl, die das Thema... Nein, die heißt Wart, ja. Wart heißt die, Entschuldigung. Genau. Die das Thema sozusagen öffentlich auch groß thematisiert haben, auch vor dem Wahlkampf. Ja, ja. Das ist ja schon auch einen gewissen diskursiven Druck erzeugt. Mit Sicherheit, ja. Obwohl ich da natürlich, je älter man wird, desto vernünftiger wird man da auch und realistischer. Ist es natürlich sehr, sehr schwierig, so eine Beteiligung zu machen, weil natürlich immer die Pressure Groups, wo es um ihre eigenen Interessen geht, immer an vorderster Front kämpfen. Das ist sehr schwierig, die rauszuhalten. Aber natürlich grundsätzlich finde ich das richtig. Obwohl ich eher jetzt so sehe, dass es gar nicht darum geht, um Haushalt, sondern es geht ja darum, vor allem um den Bürgern klarzumachen, dass sie ihre Stadt selber mitgestalten können und nicht so passiv sind. Das war ja auch unser Ansatz von den Jugendlichen, nicht zu sagen, ihr Erwachsenen, ihr entscheidet, sondern wir als Jugendliche wollen mit Verantwortung übernehmen. Das ist das Thema immer gewesen, sage ich jetzt mal, als große Überschrift. Ich meine, es ist vielleicht schon so, dass so ein Beteiligungshaushalt ja auch es einfach transparenter macht, welche Gruppierung Druck im Moment ausübt auf die Gemeinderäte. Absolut. Und das absolut, aber auch wohin ist. Die Geldmittel fließen mal. Ja. Ich weiß noch, wie wir im Wahlkampf, werde ich nie vergessen, mal in den Haushalt gucken wollten. Da wurden wir, weil wir gerne natürlich noch nicht gewählt waren und auch keine Fraktion im Hintergrund hatten oder Mitglieder, die das zugeschickt bekommen hatten. Wir haben dann beantragt, beim Herrn Neideck das anzugucken und haben diesen großen Prügel da gekriegt im letzten hinteren Eck von der Kämmerei und haben das uns mal angeguckt und haben uns verschiedene Haushaltsposten überhaupt mal angeguckt. Das war weder, da gab es kein Internet damals, natürlich gab es es schon, aber das war weder im Internet noch sonst irgendwas. Man hatte keinerlei Chance, sich mal Haushaltsposten anzugucken. Zum Beispiel, wie viel kriegt eigentlich das Theater? Ja? Mhm. Wie viel kriegen die Jugendtheater und so? Das war zum Beispiel mal so ein spannendes Thema, dass 20 Millionen Euro das Theater, oder das war noch DM, 40 Millionen oder wie viel es damals waren mag, das Theater kriegt und
mit wie viel Geld wir schon zufrieden gewesen wären bei unseren Projekten, bei unseren kleinen, die wir sozusagen unter unseren Fittichen hatte. Ja? Jetzt ist es so, dass es bei Jugendprojekten ja immer so ein Auf und Ab gibt. Dass ihr seid gestartet zusammen mit Jugenddenkmal. Mhm. Es war ein langer Kampf, auch die Baukostensteigerung, den Bau durchzusetzen. Da haben viele Jugendliche auch mitgebaut. Mhm. Dann gab es 2004 eine Eröffnung. Und dann gab es noch in meiner ersten Amtszeit auch schon wieder die Pleite des Vereins, die vorübergehende Schließung, dann die Neugründung des neuen Betreibervereins. Mhm. Und jetzt sind wir an der Phase, wo wir nächstes Jahr die raus müssen, weil eben die Straßenbahnlinie oben drüber gebaut wird. Ist das auch bei anderen Jugendsachen so? Also es war bei allen Jugendprojekten so. Ich meine, das war auch gerade der Reiz an Junges Freiburg und das war auch der Grund, warum ich dann aufgehört habe, immer wieder neue Leute einzubinden und immer wieder für diese Ideen zu begeistern. Deswegen fand ich es auch gar nicht schlimm, dass zunächst mal Junges Freiburg, ich sag mal, dicht gemacht wurde. Weil wenn die Aktiven das Gefühl haben, die Idee hat sich überlebt, natürlich guckt man da ein bisschen wehmütig drauf. Es hat sich auch herausgestellt, dass es nicht so war, sondern eher auch politische Gründe hatte, sage ich jetzt mal. Es ist immer so schwierig, neue Leute einzubinden. Das ist überhaupt im Ehrenamt schwierig, insbesondere wenn die Leute weggehen. Ich merke das gerade an den Wirtschaftsjunioren. Da bin ich der erste Vorsitzende. Da scheiden alle automatisch mit dem Erreichen der Altersgrenze von 40 Jahren aus, immer wieder neue Leute zu integrieren, einzubinden, zu begeistern für die Ideen. Das ist wahnsinnig schwierig. Bei Junges Freiburg war das noch viel schwieriger, weil meistens das Engagement, ich sag mal so mit 16, 17 angefangen hat und mit Abitur oder anderen Abschlüssen sind die meisten dann aus Freiburg weggegangen. Es war immer wieder schwierig, neue Leute da einzubinden und irgendwann ist man in dem Alter, wo das dann auch nicht mehr funktioniert, mit 17-Jährigen da zu arbeiten und die zu begeistern. Wenn du jetzt nochmal so aufs Thema Jugendbeteiligung und so zurückschaust, dann hat sich der Jugendrat selber aufgelöst. Mhm. Es gab ein neues Konzept. Es gab ein Jugendbüro, was sicherlich eine der großen Forderungen von Junges Freiburg war. Was fällt dir noch ein? Also das Jugendbüro gab es ja schon vorher. Und ich sag mal, das Jugenddenkmal wäre auch nicht so möglich gewesen ohne das Jugendbüro. Das hat damals der Herr Klier geleitet. Und das war wahnsinnig wichtig, auch für Junges Freiburg da. Ja, aber es war in der Verwaltung. Und das war in der Verwaltung, im Haus der Jugend. Damals war dieses Haus der Jugend noch Teil der Stadtverwaltung. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen, sage ich jetzt mal. Und seitdem ich da draußen bin, habe ich das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr weiterverfolgt. Ist auch nicht mein Thema mehr, Jugendbeteiligung. Ich war lang genug Berufsjugendlicher. Ich weiß gar nicht, wie es heute läuft. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das stark geändert hat, auch bezüglich jetzt Artig. Meine Floskel war immer, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was Jugendliche in 10, 20 Jahren für Musik hören, was für Kleider sie tragen. Teilweise leider Sünden aus der Vergangenheit wie Leggings wieder. Aber eins weiß ich, sie werden Räume brauchen, wo sie unter sich sind, sich ausprobieren können, sich verwirklichen können, ohne Erwachsenen. Das, glaube ich, ist immer noch so. Das wird immer noch so sein und das wird sich nicht ändern. Natürlich ist es so, dass wenn es das dann gibt, dann braucht es auch keine Gruppe mehr, die es durchsetzt. Deswegen finde ich auch immer gut, wenn es wieder immer neue Ideen gibt und man auch immer wieder neue Leute oder neue Jugendliche andere Sachen durchsetzen müssen oder sich für ihre Interessen einsetzen, das, was sie gerade wollen. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Element, auch später, um Demokratie zu lernen, dass man eben sich einbringen kann und dass man selber mitentscheiden kann, wie es denn laufen soll. Und deswegen ist es blöd, fand ich schon immer, wenn irgendwas Althergebrachtes da gibt. Jeder muss das neu erfinden und Junges Freiburg zum Beispiel, das haben wir jedes Jahr so gemacht, wenn neue Leute kamen, haben wir, da habe ich sehr darauf geachtet, es so hingekriegt, dass die Leute, die dann aktiv waren, immer ihr Junges Freiburg selber erfinden konnten. Das war dann natürlich immer ähnlich wie das davor, aber es war trotzdem ihrs und so haben die Leute sich da eingebracht und ich denke, das kann immer noch klappen. Ja, wenn du jetzt so zurückschaust, was war denn das
vielleicht das wichtigste Ereignis, dass du dich als Stadtrat oder in deiner politischen Engagement bei Junges Freiburg erinnern kannst? Eine Sache, die du sagst, das kommt mir sofort. Also es gibt so ein paar Sachen, das ist natürlich schwierig, wo man sagen kann, dass es ohne einen nicht so gewesen wäre bei so einem großen Gremium. Mir fallen immer spontan drei Sachen ein. Das eine ist, dass die Blaue Brücke mit Sicherheit nicht wie Willi-Brücke hieß. Heißen würde, genau. Da ging es um den Namen und um die Stadtbahnbrücke, wie man die nennt. Und ich habe gesagt, irgendwie, man könnte doch die Blaue Brücke wie Willi-Brücke nennen. Und dann ist die Claudia Herbstritt jetzt Wart schnell zum Klaus Schüle und zum Conny Schröder hingerannt. Und wir haben das dann quasi, die hatte gute Connections zu denen und guten Draht zu denen und hat mit denen das dann bekakelt. Wir haben das als Antrag zusammen eingebracht und haben plötzlich alle zugestimmt. Das war das eine. Das andere war, dass die Stadt zum Beispiel ein Cashpooling damals eingeführt hat bei ihren Gesellschaften und mit sich selbst. Ja. Und mit sich selbst. Als ich das zum ersten Mal genannt habe, haben alle mich gefragt, kann man das essen? Und nachher haben sie es, da war ich schon quasi ausgeschieden aus der Politik, wurde es umgesetzt. Und wir haben konkret, ich habe es Drifters mitgerettet. Das war 2004 vor den Wahlen. Das Crash wollte das Drifters übernehmen und wir haben das hingekriegt, dass das selbstständig, eigenständig bleiben kann. Das sind so ein paar Geschichten. Ja, heute und ich glaube auch, davon bin ich auch felsenfest überzeugt, Jugenddenkmal, also jetzt artig diese Unterführung, hätten wir nie ohne Junges Freiburg dann letztendlich durchgesetzt bekommen. Davon bin ich überzeugt. Nicht, weil wir jetzt diese Stimmen gehabt haben, sondern weil die Stadt gemerkt hat und die Politik gemerkt hat, die Jugend hat eine Stimme. Und die ist ernst zu nehmen, da gibt es ein Bedürfnis. Und wenn die schon zwei Leute im Gemeinderat haben, ja, dann können wir jetzt nicht da den Schwanz einziehen und es sein lassen. Obwohl ich ganz ehrlich im Nachhinein sagen muss, dass natürlich in vielen Bereichen, die wir damals nicht sehen wollten, der Herr See recht gehabt hat. Ja, also, ja. Was hat er denn gesagt damals? Der war zu vielem halt kritisch. Ja. Auch Kontinuität und weiß ich was, ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, ich weiß nur, auch als die erste Pleite war, habe ich mich doch sehr oft daran erinnert, was der Herr See gesagt hat. Ja. Na gut, aber es kam ja dann auch wieder und es war ja so, dass es dann auch zwei oder drei Besetzungen gab, fast schon so in einem regelmäßigen Rhythmus, dass offensichtlich Menschen über diese Art und Weise ihr Bedürfnis danach deutlich gemacht von haben. Von Besetzungen halte ich persönlich nicht so viel. Es waren jetzt freundliche Besetzungen, die haben jetzt ja nichts verwüstet oder so, sondern es waren ja zum Teil Besetzungen, was die Artikel und Mädels da gemacht haben, das war dann richtig, das ist der Ansatz, den ich auch gemacht hätte, zu sagen, wir gründen eine Initiative, Gesellschaft, irgendwie eine Rechtsform und wir wollen einen Pachtvertrag haben und wir übernehmen das dann. Das finde ich, das ist meine Herangehensweise und das hat ja dann auch funktioniert. Ja. Ich glaube, das hätte auch ohne Besetzen funktioniert. Ja, es war zumindest da so eine Diskussion, wo man vielleicht auch in Teilen der Stadt froh war, dass es das gerade nicht gab. Also klar ist das auch immer das Mittel der Wahl, das Besetzen und Wahl machen. Wäre jetzt nicht meins, war nie meins, wird nie meins sein. Okay, dann vielen Dank. Danke für.